Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Minecraft. Wir spielen natürlich nicht auf friedlich, sondern immer noch auf schwer. Ich habe mittlerweile was zwischendrin mal was anderes gemacht, drum war ich jetzt auf friedlich. Aber ihr seht ja, wir sind immer noch an dieser Stelle und hier war doch noch, ja, hier war noch Eisen, das wir unbedingt mitnehmen wollen. Ich mache mal gerade andere Shader rein. Wir sind ja in der Höhle, da ist es ja eben nicht so wichtig, was wir für Shader drin haben. Dann nehme ich mal die Farben von. So, und eins muss ich auch noch machen. Ah, eine Sekunde, ich weiß, du hast noch vor der Aufnahme, aber ich halt nicht. So, dann machen wir die Musik einen Ticken leiser. Damit wir die Monster hören. Redstone! Oh mein Gott! Ja, und ich habe die letzte Aufnahme ja einfach hier beendet. Und weiß dementsprechend nicht, wie es hier rausgeht. Das müssen wir also alles dann von neuem erforschen praktisch. Diamanten. Sind das da vorne Diamanten? Es könnte sein. Könnte aber auch nur Lapis Lazuli sein. Ich glaube, das Lapis Lazuli, das haben die insgeheim nur deshalb in Minecraft eingebaut, damit man schön die Spieler trollen kann, die dann denken, oh, Diamanten, und dann ist es wirklich nur Lapis Lazuli. So wie in diesem Fall. Jetzt im Kopf nicht aus. Riskierst hier deinen Arsch und dann so ein Kakto. So. Ja, komm, dann nehmen wir es aber halt schon mal mit, aber wir machen uns den Fluchtweg frei. Nicht, dass gleich ein Creeper runtergesegelt kommt oder gar Lava. Wir kennen das ganze Spiel ja. Okay. Alles gut. Dann haben wir jetzt ein bisschen Lapis Lazuli. Schadet ja nicht. So, noch ein bisschen Kohle gefällig. Hm? Ja, ich weiß, eigentlich haben wir genug. Diamanten! Diamanten! Oh Gott! Okay. Jetzt mach bloß keinen Scheiß. Wir nehmen erstmal die Kohle mit. Okay, alles gut. Alles gut. So, dann nehmen wir auch diese Kohle mit, denn ich hab Schiss, dass Lava kommt. Nein, okay. Keine Lava, sehr gut. Das heißt, wir sind hier scheinbar in einem lava-freien Gebiet. Also mehr oder weniger. Eins, zwei, noch mehr? Nein, aber zwei Diamanten, geil! Hat sich schon gelohnt, hier runter zu gehen. So, Kohle. Okay, gut, dass ich nicht drin geblieben bin, sowas war mir nämlich schon klar. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann Frauen verstehen. Ich habe immer drüber abgelästert, weil Frauen so derbe auf so, ja, Geklunker stehen. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich's, denn Männer sind nicht besser, sobald sie Minecraft spielen. Da geht's auch. Oh mein Gott, Diamanten! Und das auch noch aus Diamanten! Du schenkst mir ein Schwert? Oh, wie lieb von dir! Nein, du schenkst mir nicht ein Schwert, du schenkst mir ein Diamantenschwert! Oh mein Gott! Also, so ungefähr. Sehr, sehr männlich auf jeden Fall halt. Das Verhaltensmuster von Gamern. Okay, alles scheint gut zu sein. Da hinten leuchte ich mal aus. Aber hier geht's gar nicht weiter. Okay, wir sind eigentlich ziemlich sicher. Bam, tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen noch sowas von sterben. Alter. Alter, neun. Wir reden hier von neun fucking Diamonds. Like diamonds in the sky. Voll. Okay, liebe Freunde. Das könnte hier noch sehr interessant werden. Oh mein Gott. Die Musik ist etwas zu leise, finde ich. Sie muss schon etwas nerven. Etwas. Nicht viel, aber etwas. So, wir nehmen mal ein bisschen Cobblestone mit, weil wir haben gerade richtig viel verbaut. Und nur für den Fall, dass wir ihn wieder brauchen, nehmen wir noch ein bisschen was mit. 24, komm, nehmen wir noch mehr mit.
Nur für den Fall, Freunde, ihr wisst ja, wie es ist. Da will man sich irgendwo drüber bauen und kann es nicht. Und damit das eben nicht passiert, komm, Erde nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon mal hier welche haben. So. Ui, ui, ui. Hör auf, dann. Hör auf, da. Da mit. So. Ist hier unten auch? Ja, hier ist Lava. Okay. Ja, wir spielen schon etwas sicherer. Besonders diese Runterfallaktion, die mache ich gar nicht mehr. Als hätte ich mittlerweile Reflexe bekommen. Unglaublich. Das will man ja nicht fassen. So, wir nehmen ein bisschen Kies mit. Nein, eigentlich habe ich die Hoffnung, dass es hier hinten noch weitergeht. In einem versteckten Gangsystem vielleicht sogar. Denn ihr wisst ja, meine goldene Regel, wobei die mittlerweile ja bei den etwas neueren Minecraft-Versionen nicht mehr so zutrifft, nicht mehr so wie auf der 1.4, dass es hinter Kies meistens etwas Tolles gibt. Gut, ein bisschen Redstone war jetzt schon dahinter versteckt, aber gut, das ist jetzt nicht so herausragend. Das haben wir ja heute schon mal gefunden, Redstone, ne? Ihr erinnert euch vielleicht. So, Timer habe ich mir natürlich keinen gestellt, das heißt, ich mache jetzt dann auf gut Glück einfach mal ein Folgenpäuschen. Ja, und ich habe mir zur Folge 100 festgenommen, die Folgen mal ordentlich zu beenden, denn es ist schon ein bisschen doof, wenn einfach die Folge endet und... Oh, je, nicht eigentlich dumm? Nein, geh weg. Hasse dich, Lava. Ja, wenn einfach die Folge endet und einfach nichts gesagt wird, sondern einfach Cut und gut ist, das finde ich nicht so toll. Drum werden wir es einfach mal ändern. Und ab jetzt sage ich immer an. So, Mann, jetzt am Folgenende. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Lieb von euch. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Hat es euch denn gefallen? Schreibt es in die Kommentare. So. Okay. Dann machen wir hier dieses Loch zu. Und dann haben wir es eigentlich soweit, ne? Freunde. So. Okay. So. Jetzt überlege ich gerade. Wollen wir da lang? Uiuiui. Moment, eine Sekunde. Ist da gerade was runtergefallen? Da, jetzt. Bin ich wieder da. Boah, da fällt das nächste um. Mein Gott, ey. Okay, wir gehen mal hier hoch und gucken einfach mal. Beziehungsweise versuchen das. Aber wir waren hier schon mal. Hier ist nämlich alles schon beleuchtet und hier wurden schon so Gänge gebaut, so typische Frittenfrisser-Gänge. Hier mache ich gerade mal das Wasser dicht. Okay. Und dann nehmen wir die Kohle mit. Ja, ich werde alles mitnehmen. Egal was es in dieser Höhle gibt, wir nehmen heute mal alles mit, auch wenn es sonst nicht so unser Leitfaden ist. Gerade wenn man 9 Diamanten hat, da könnte man ja mal auf die Idee kommen, ein bisschen ruhiger zu machen. Nein, heute nicht. Wir müssen heute alles mitnehmen, weil ich das sage. Diese Höhle hat uns genug Ärger bereitet. Jetzt rächen wir uns an dieser Höhle, indem wir sie auseinandernehmen. Wir nehmen sie aus wie eine Weihnachtsgans, wie man so schön sagt. Aber seid ihr mal ehrlich? Wann habt ihr das letzte Mal eine Weihnachtsgans gekostet? Aha, es geht weiter. Die Kies-Taktik also. Den Kies, den nehme ich jetzt auch einfach mal mit, weil damit kann man ja immer diese schönen Wege machen. Und das werden wir ja bestimmt auch nochmal. Beispielsweise zum Dschungelhaus, da weiß ich noch nicht. Okay, ab jetzt ist wieder Psychoterror, glaube ich. Dschungelhaus. Da weiß ich ja noch nicht, ob wir da einen Weg hinmachen zum Laufen. Oder einfach eine Bahnstrecke. Ich hab's gesehen, das Skelett. Ja, komm nur her. Oh. Ja, komm nur her. Irgendwie kommt das... Ach, das kommt hier nicht durch. Geil. Und tot. Na, und da steht schon das nächste. Ja, ficken. Fick dich.
ob das gerade derbe in die Tiefe gefallen. Alter, kommt schon das nächste. Alter, ist da oben ein Spawner? Ja, da oben ist ein Spawner. Das kann gar nicht anders sein. Zu viele Skelette auf einem Haufen. Okay, das einzige Gute ist, dass sie gerade nicht hier hinkommen. Aber auf die Dauer ist das hier ja auch keine Lösung, ne? Sterben. Sterben. Nein, sie haben mich sogar mal erwischt. Ist ja unerhört. Sind sie down? Ja, da oben ist ein Spawner. Ich hab's ja schon gesehen. Die Cobblestones. Der Skelettierungen. Uah. Und da unten ist Lava. Das ist hier sehr sicher, was ich mache. Okay, ich lasse mal kommen. Und da kommen sie. Da kommen sie, die beiden. Haha. Okay, Freunde. Komm du auch noch um die Ecke. Du wirst schon... Na... Oh. Fick dich. Okay, kurz das Essen. Wir müssen uns ja wieder regenerieren und auffüllen. Frage ich mich, ob die Skelette automatisch hierher kommen. Ja, das tun sie. Warum? Ihr könnt mich doch noch gar nicht gesehen haben. Ich habe da ein bisschen Schiss. Mit der Lava. Mit der Lava, Lava. Sekunde mal. Okay. Ich muss immer ab und zu mal gucken, wie lange die Folge schon geht. Boah, Alter. Ist das denn euer Ernst? 4 Skelette? 2? Okay, 3? Machbar. Aber 4? Wirklich? Vor allen Dingen, wie die mir auch alle gerade hinterher karumpeln, ey. Komm hier, ihr kriegt alle auf die Fresse. Allesamt. Allesamt. Tja. Das Schlimme ist, das stimmt. Okay, Freunde. Wir haben jetzt allerdings lang... Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt allerdings einen Bogen. Dabei haben wir mittlerweile schon 5. Das heißt, wir könnten uns auf ihr Niveau herabgeben. Ich mach doch niemandem was. Okay, das ist eigentlich eine sichere Taktik. Ja, Freunde, ich spiele hier nicht heldenhaft. Aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Wir wollen hier schön sicher spielen, denn wir haben 9 Diamanten in der Tasche. Ich denke, ihr werdet das verstehen. Denn 9 Diamanten hat man nicht alle Tage. So, jetzt reicht's mir aber hier hinten. Will noch jemand? Uff, die Fresse. Dann soll er es jetzt sagen. Da sag mal! Ja gut, immerhin verstehst du es. Einfach mal hinter mir spawnen. Ich glaube, es hackt. Okay. Mal kurz unseren Backpack auf. Ja, okay, das ist gar nicht mal so schlimm. Unseren Backpack auf. Da schmeißen wir ein paar Sachen rein, denn langsam wird der Inventar eng. Oder das Inventar. So, der Platz auf jeden Fall hier drin wird langsam eng. Und zurückgehen möchte ich eigentlich ungern, weil wir die Höhle noch nicht fertig besichtigt haben. Okay, die Truhe ist leer. Okay, dann guck mal, Weizen kann hier oben rein. Knochen eigentlich auch. Schießpulver haben wir hier drin gehabt. Okay. Alles klaro, Herr Kommissaro. Okay.
Okay, wir haben einiges Zeug. Jetzt überlege ich gerade, machen wir ein Folgenpäuschen? Ja, ich glaube, wir machen mal ein Folgenpäuschen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann zurück in dieser Höhle und dann versuchen wir mal weiterzukommen, beziehungsweise rauszukommen, je nachdem. Und dann stelle ich mir auch einen Timer, dass ich weiß, wie lange die Folge geht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Freunde der gepflegten Minecraft-Unterhaltung. Und wir sehen uns im nächsten Völkchen. Also, bis dann und Prost!